Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Aber man nahm ihn nicht auf. Auf die Kleinheit seiner Magd sah er in Gnaden herab. Hallo, und ihr hört heute Bianca Wüst aus Dirmstein. Und wir gedenken heute Therese von Lisieux, die mit nicht mal ganz 25 Jahren verstorben war, auch genannt Heilige Theresia vom Kinde Jesu. Heute bräuchte es bei mir keine Andacht in von mir ausformulierten Sätzen. Am liebsten würde ich jetzt euch all ihre schönen Zitate ans Herz legen. Mehr bräuchte es heute nicht. All ihre Zitate spiegeln so viel Liebe und Wärme wider. So ist ein Satz für mich persönlich der schönste, den sie gerade in den Wochen vor ihrem Tod sagte. Ja, ich will meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Einen Himmel, der nur der Erfüllung ihrer eigenen Wünsche und ihrem persönlichen Glück diente, lehnte sie ab. Wie oft denken wir nur an uns selbst und unser eigenes Glück und leben nicht die Liebe, obwohl nur die Liebe zählt. Theresia wollte uns lehren, Gott zu lieben, wie sie ihn geliebt hat. Diese Liebe Gottes, die alles Begreifen übersteigt, dies wollte sie uns durch so viele Worte des Evangeliums lehren. Ihr kleiner Weg hier auf Erden war ein Weg voller Hingabe und Vertrauen zu Gott. Sie traute den Worten des Evangeliums und nahm die Leiden und das Kreuz an. Nehmen auch wir die Worte des Evangeliums mehr wahr und lassen uns von der Gottesliebe berühren und lenken. Beten wir nun mit Zitaten der heiligen Theresia von Lisieux und lassen diese in unser Herz und unsere Seele voll Liebe einziehen. Nichts ist wohltuender, als gut über seinen Nächsten zu denken. Ich mache es wie die Kinder. Ich sage Gott einfach, was ich ihm sagen will. Er versteht mich. Genieße in Frieden die Freude, die Gott dir schickt, und beunruhige dich nicht wegen der Zukunft. Jesus schaut nicht auf die Zeit, denn im Himmel gibt es keine mehr. Er muss nur auf die Liebe schauen. Das Gebet ist die Zeit Gottes. Lieben, das heißt, alles schenken, sich selbst schenken. Wer keinen Glauben hat, ist tot. Wer Glauben hat, der lebt. Dieser unser Glaube ist eine Kraft zum Leben und für das Sterben, für die Not und für den Frieden. Jesaja sagt: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Für diesen bleibenden Glauben an unseren Gott wollen wir ihn um seinen Segen bitten. Es segne uns der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.